Meine Damen und Herren, wie versprochen, noch ein extra Video zur Beantwortung der Wiederholungsfragen zur letzten Stunde. Es waren ja zwei Fälle übrig auf dem Arbeitsblatt, die ich nicht ausführlich in der Vorlesung besprochen hatte. Und zu diesen Fällen hatte ich Ihnen auch Wiederholungsfragen gestellt. Letztlich sollten Sie zu beiden Fällen sich selbstständig eine Lösung erarbeiten, aber zur Kontrolle insbesondere die Fragen beantworten, die ich auch auf StudIP eingestellt hatte. Das haben nicht furchtbar viele von Ihnen gemacht. Es wäre schön, wenn in Zukunft für diese Wiederholungsfragen noch etwas mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich fänden. Aber ich freue mich immerhin, dass es dafür etwas Interesse gab. Schauen wir uns den ersten Fall an. Da geht es um einen sogenannten ASP-Vertrag, also darum, dass Software auf einem Server zur Verfügung gestellt wird. Also K, der spätere Kläger, hat eine Buchhaltungssoftware entwickelt, die auf Servern des K läuft und von Nutzern über den Browser abgerufen werden kann. Das kostet monatlich 900 Euro. B, der spätere Beklagte, schließt nun einen Vertrag über die Nutzung dieser Software ab März 2001. Und im Juni sagt er, das klappt alles nicht richtig, ist von Anfang an unbrauchbar gewesen. Und im September kündigt er und nimmt seine bisher geleisteten Zahlungen zurück, sodass sich jetzt die Frage stellt, hat K gegen B Anspruch vielleicht auf weitere Zahlungen? Elementar für die Frage, nach welchen Regeln man diesen Vertrag beenden kann, ist die Frage, was es denn für ein Vertragstypus ist. Und insofern verbindet sich die Beantwortung der Wiederholungsfrage, mit welchem Vertragstyp hier zu rechnen ist, unmittelbar mit der Frage, wie denn die Behandlung des die Kündigung zu behandeln ist. Also, wir haben es zu tun mit einem sogenannten ASP oder Application Service Provider Vertrag, so nennt man das, ist eine der Formen, in denen Software as a Service möglich ist. Und die Möglichkeiten, wie man das behandeln kann, liegen prinzipiell auf der Hand. Zunächst mal geht es ja um eine Art von Dienstleistung, wenn auch eine, die auf digitalem Weg und nicht durch körperliche Arbeit erbracht wird. Man könnte also an einen Dienstvertrag denken. Das würde insofern nicht so gut passen, als dann eine eigentliche Mängelgewährleistung oder eine Minderung wegen Schlechtleistung oder auch dergleichen nicht vorgesehen ist. Das Dienstvertragsrecht ist eigentlich auf durch in Person zu erbringende Leistungen zugeschnitten und passt insofern nicht so gut. Man könnte auch fragen, ist das nicht ein Werkvertrag? Dann hätte man allerdings Schwierigkeiten, sich vorzustellen, was für eine Form, was hier eigentlich der zu erbringende Erfolg ist. Immerhin könnte man sagen, ein Erfolg besteht ja darin, dass die Software tatsächlich jeweils nutzbar zur Verfügung stehen muss. Wenn sie die Verbindung zusammenbricht oder der Server versagt, dann wäre dieser Erfolg nicht herbeigeführt. Die Einordnung als Werkvertrag wäre also denkbar. Die Einordnung als Dienst- oder Werkvertrag wird zumindest für die Zukunft dadurch erleichtert, dass das Gesetz, wenn die digitale Inhalterichtlinie umgesetzt wird, ausdrücklich eine Definition digitaler Dienstleistungen enthalten wird, worunter nach den Vorstellungen des Gesetzgebers unter anderem Software as a Service, da fehlt ein Abstand, fallen soll. Das wäre also durchaus eine diskutable Möglichkeit, auch schon im geltenden Recht und in Zukunft, wenn dieser Referentenentwurf verwirklicht wird. Sie wissen, die digitale Inhalterichtlinie, über die hatten wir in der letzten Stunde schon gesprochen, ist zum 1.7.2021 umzusetzen. Dieser Referentenentwurf war gerade veröffentlicht worden. Ich hatte ihn letzte Woche noch nicht gesehen, deswegen möchte ich besonders darauf hinweisen. Er ist abrufbar auf den Seiten des Bundesministeriums der Justiz. Schafft also etwas Klarheit darüber, wie das Recht in diesem Bereich in Zukunft aussehen wird. Wir wollen uns noch nicht entscheiden, sondern mal weiterschauen. Denkbar ist auch die Einordnung als Mietvertrag. Die begegnet einstweilen dem bekannten Einwand, dass hier ja sicherlich keine Sache gemietet wird, sondern die Nutzung einer Software, also eines unkörperlichen Gegenstandes, und sich sowas deswegen höchstens als Pachtvertrag fassen lässt. Das würde allerdings, was die Kündigungs- und Minderungsvorschriften angeht, zu einer Verweisung ins Mietrecht führen. Der Einwand, dass Mietverträge nur über körperliche Sachen
möglich sind, wird künftig gegenstandslos werden, denn § 548a BGB in der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung der digitalen Inhalte-Richtlinie soll ausdrücklich sagen, dass die Überlassung digitaler Inhalte ins Mietrecht fallen kann. Nicht beantwortet ist damit allerdings die Frage, ob für einen Vertrag wie den, den wir vor uns haben, Mietrecht oder eben Dienst- oder Werkvertragsrecht gelten soll oder anders gesagt, ob es hier um die Überlassung digitaler Inhalte oder um eine digitale Dienstleistung geht. Ich tendiere dazu, das Erste anzunehmen, das also nach geltendem und auch künftigem Recht vielleicht am ehesten als Werkvertrag einzuordnen und überhaupt nicht als Miet- oder Pachtvertrag. Vertretbar ist es aber sicherlich, das als Mietvertrag anzusehen und wenn man die Bedenken teilt, die ich dagegen in der letzten Stunde geäußert habe, dann auch als Pachtvertrag. So haben es alle, die die Wiederholungsfrage beantwortet haben, gesehen. Der Bundesgerichtshof hat einen Mietvertrag angenommen, hat sich also über die Tatsache, dass eine Sache gemietet werden muss, hinweggesetzt und zwar mit einem eigenartigen Kunstgriff. Der BGH sagt nämlich, die Software ist ja eine Sache, denn sie ist ja gespeichert auf einer Festplatte. Allerdings nicht beim Mieter, sondern beim Vermieter, bei K. Der hat ja auf seinen Servern die Software gespeichert, aber damit ist das ein Vertrag, der B, dem Nutzer, die Möglichkeit gibt, die Server des K in gewisser Weise zu nutzen und ist damit ein Mietvertrag, obwohl man eigentlich gar nicht von der Miete einer Sache sprechen kann. Und wenn hier eine Sache gemietet wird, dann ist es der Server und der ist nicht im Besitz des K, sondern des B. In den Rechtsfolgen war das für diesen Fall allerdings an sich eine gar nicht schlechte Lösung. Sie führt dazu, dass prinzipiell mal Anspruch auf Vergütung besteht, solange der Vertrag lief. Für die behaupteten Mängel hat der Bundesgerichtshof angenommen, dass sie nicht nachgewiesen sind, sodass also eine Mietminderung nicht möglich war. Und also bis zur ordentlichen Kündigung Miete zu zahlen war. Die Kündigung ergab sich nach den Vorschriften über die Miete beweglicher Sachen, 580a Absatz 3 Nummer 2 BGB, in der Weise, dass unmittelbar nach Zugang der Kündigung die Kündigung auch wirksam wird und danach musste B für die Laufzeit des Vertrages bis zur Kündigung zahlen, aber nicht darüber hinaus. Dasselbe Ergebnis ergäbe sich auch, wenn man statt Miete Pacht annehme. Meines Erachtens liegt möglicherweise die Annahme eines Werkvertrages hier ein bisschen näher, aber diese Lösung ist sicherlich vertretbar. Schauen wir uns dann noch den zweiten Fall an. Der ist vom Sachverhalt her ein wenig komplizierter. Da geht es um ein Warenwirtschaftssystem, das angepasst und an einen Onlineshop angepasst und installiert werden soll. Das möchte sich K zulegen und findet was Passendes beim B, beim Beklagten. K erwirbt das jetzt aber nicht unmittelbar, sondern beschließt darüber, einen Leasingvertrag abzuschließen. Wir haben es hier also mit Software-Leasing zu tun, mit einer Leasingfirma L. L schließt also den Vertrag über den Erwerb der Software mit B ab zu einem Gesamtpreis und stellt dann diese Software, wie das beim Leasing üblich ist, dem eigentlichen Kaufinteressenten K zur Verfügung. Es wird jetzt also die Software installiert und K teilt auch dem Leasinggeber L mit, das sei alles fabrikneu, vollständig, ordnungsgemäß, funktionsfähig und der Beschreibung im Vertrag gemäß geliefert worden. Trotzdem, obwohl er das so an seinen Leasinggeber meldet, weiß K aber und weiß auch B, dass einiges noch nicht so richtig läuft. Der Leasinggeber zahlt jetzt und B versucht nun nachzubessern, also die Funktionen, die noch fehlen, zu implementieren. Nachdem da alle Fristen abgelaufen sind, die K gesetzt hat, erklärt K nun den Rücktritt vom Vertrag, fordert die Rückzahlung des Werklohns Zug um Zug gegen Rückgabe der Software. Im Ausgangspunkt also eine relativ einfache Konstellation. Da wird Software installiert, die läuft nicht, deswegen tritt der Erwerber schließlich vom Vertrag zurück. Die Frage ist, wie sich nun diese Dreieckskonstellation des Leasingrechts auswirkt. Die habe ich Ihnen hier nochmal aufgemalt. Das entspricht aber dem, was Sie zum Leasing unabhängig von der Sonderkonstellation, dass hier Software geleast wird, schon mal gehört haben sollten. Leasing zeichnet sich immer durch eine solche Dreieckskonstellation aus. An sich wären an dem Geschäft, um das es hier geht, nur K und B beteiligt. K möchte eigentlich Software von B erwerben, tut das aber im Wege des Leasing und das bedeutet, L, die Leasinggesellschaft, erwirbt von B die Software und stellt sie K Miet- oder Pachtweise zur Verfügung. Der Leasingvertrag wird normalerweise als modifizierter Mietvertrag angesehen. Und K zahlt also Miete an L,
statt den Kaufpreis oder Werklohn ganz oder auf Raten bei B abzustottern und L zahlt unmittelbar an B. Um das Ganze zu komplettieren, werden die Gewährleistungsrechte, die dem L zustehen, als Erwerber der Software, also Werk- oder kaufvertragliche Gewährleistungsrechte gegen B, an K abgetreten. Da genau steht jetzt das Problem. K hat also selbst die Möglichkeit, Gewährleistungsrechte gegen B geltend zu machen. Deswegen konnte K von B auch die Nachbesserung der Software verlangen. Wenn aber der Rücktritt erklärt wird, dann ist das problematischer. Man nimmt dann an, dass K zwar das Rücktrittsrecht abgetreten ist, also das Gestaltungsrecht. Aufgrund dieses Rechts kann K also gegenüber B den Rücktritt von dem Beschaffungsvertrag zwischen L und B erklären. Aber die Rückzahlung des Werklohns, den L an B gezahlt hat, steht eben weil L gezahlt hat, auch wieder dem L gegen B zu. Allerdings wird es für möglich gehalten, dass K diesen Anspruch als Prozessstandschafter für L geltend macht, dass er also selber im eigenen Namen gegen K auf Rückzahlung klagen kann, obwohl eben die Zahlung eigentlich von B an L zu erfolgen hat. Insofern kann K hier tatsächlich die Rückzahlung des Werklohns gerichtlich durchsetzen. Die Anspruchsgrundlage dafür wäre Paragraph 346 BGB. Das hat mich ein bisschen betrübt, dass das von den wenigen, die die Wiederholungsfrage beantwortet haben, nur einer gesehen hat oder nur eine. Also die Anspruchsgrundlage für Ansprüche aus dem Rücktritt ist immer 346 BGB. Ansonsten standen zur Auswahl die Anspruchsgrundlagen für verschiedene Vertragstypen, zum Beispiel 631 Absatz 1. Die kommen aber keinesfalls in Betracht, denn es geht ja hier nicht um die Erfüllung eines Vertrages, sondern um die Rückabwicklung. Und das wäre eben die Sache von 346 BGB. Der Anspruch aus 346 BGB besteht, wenn eine Rücktrittserklärung abgegeben wurde und ein Rücktrittsgrund bestand. Die Rücktrittserklärung gibt der Sachverhalt vor. Insofern ist nur der Rücktrittsgrund problematisch. Den finden wir für unseren Fall in Paragraph 323 BGB, also in der Vorschrift über den Rücktritt wegen Nichterfüllung gegenseitiger Leistungspflichten. Wobei ein solcher Rücktritt wegen Nichterfüllung nur möglich ist, unmittelbar nach 323, nur solange noch keine Abnahme stattgefunden hat. Nach der Abnahme wäre der Rücktritt nur noch im Rahmen der werkvertraglichen Mängelgewährleistung möglich, wenn es sich hier um einen Werkvertrag handelt. Der BGH hat das Ganze als Werkvertrag angesehen und das leuchtet auch ein, denn es geht ja um die individuelle Anpassung der Software. Das heißt, es geht nicht einfach nur um Lieferung schon fertiger Software, sondern eben um die Herstellung lauffähiger Software. Und das wird man wohl dann als Werkvertrag ansehen können. Wenn das so ist, kommt es eben darauf an, ob die Abnahme stattgefunden hat. Und das steht hier im Raum, weil ja erklärt worden war, die Software sei fabrikneu, vollständig, ordnungsgemäß eingetroffen. Bloß war es ja so, das war eine Erklärung des K gegenüber L. B wusste aber, dass die Software in Wirklichkeit noch nicht fertig ist und konnte deswegen sich nicht etwa darauf berufen, dass diese Meldung von K gemacht worden ist. Zwischen K und B war klar, dass die Software noch nicht abnahmereif ist. Insofern hat da keine Abnahme stattgefunden. Daraus folgt nun: Erstens, wir haben einen Werkvertrag. Zweitens, eine Abnahme hat noch nicht stattgefunden. Drittens, weil die Software nicht lauffähig ist und alle Bemühungen nicht dazu geführt haben, dass sie lauffähig geworden ist, ist die Pflicht zur ursprünglichen Ablieferung nicht erfüllt. Damit ist das Tor zum Rücktritt nach 323 BGB frei, soweit die erforderliche Fristsetzung geschehen ist, das ist passiert. Eine Rücktrittserklärung haben wir und wie schon vorhin gesagt, konnte eben wegen der Abtretung die Rücktrittserklärung auch von K vollzogen werden. Rechtsfolge: der Kaufvertrag ist in ein Rückgewährschuldverhältnis umgewandelt und L hat gegen B diesen Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises aus 346 Absatz 1 BGB, den aber K als Prozessstandschafter durchsetzen kann. Damit wäre auch dieser zweite Fall gelöst. Sie sollten daran nochmal durchspielen, welche Vertragstypen bei der Softwarebeschaffung in Frage kommen. Hier also, weil die Lieferung einer Standardsoftware kombiniert wird mit individuellen Anpassungen und weil ein Übergewicht der Anpassungsleistung angenommen wurde, Werkvertrag.
Und zweitens sollten Sie sich diese Leasingkonstruktion nochmal vor Augen führen. Und drittens daran denken, dass die Anspruchsgrundlage für die Rückzahlung des Kauf- oder Werkvertragsentgelts beim Rücktritt immer 346 BGB ist, dass das die richtige Anspruchsgrundlage ist. Das mag zur Beantwortung der Wiederholungsfrage genügen. Das nächste Video steht auch alsbald zur Verfügung zur Einheit des morgigen Tages.